Guten Abend, willkommen zu einem neuen Blu-ray Update Video. Ich habe heute eine Blu-ray Neuheit und einen Film auf Blu-ray, den es jetzt schon seit ein paar Wochen gibt, aber den ich mir immer nicht getraut habe zu kaufen, weil im Internet die Bewertungen nicht so gut waren. Aber auf Facebook habe ich gelesen, der soll richtig gut sein, das soll ein guter Gruselfilm sein. Auf Amazon habe ich jetzt auch gelesen, dass der gut sein soll, ein guter Horrorfilm. Aber als erstes beginne ich mit diesem Megalomaniac. Der ist gestern erschienen, am 31. Oktober 2024 im Keepcase, also in der Amare. Und den gab es jetzt schon, den gab es früher, ich glaube im April oder so dieses Jahres, kam der raus in Megabox von Indeed Films. Und diese Blu-ray ist auch von Indeed Films und Uncut. Ich habe extra geguckt auf Schnittberichte, ob der Film uncut ist. Das Schnittberichte hat dem Label nachgefragt, ob die Version uncut ist. Die Version ist die Uncut-Fassung, weil das irritiert nämlich hier unten mit dem FSK 18 Sticker. Aber hier unten, da steht ja auch uncut. Megalomaniac ist aus dem Jahr 2022, ist ein Horrorfilm und geht 1 Stunde 58 Minuten. Mehr habe ich jetzt über den Film nicht gefunden, sei es Einspielergebnisse oder im Kino, glaube ich, war der nicht. Oder irgendwie Budget oder so, habe ich nicht gefunden. Das soll die Antwort sein auf Martyrs, was ich nicht glauben kann. Weil Martyrs ist so ein geiler Horrorfilm. Ich glaube, da kommt dieser nicht ran. Und Speeddays TV, sei gegrüßt, Speeddays TV. Du hast diesen Film mal eine Review gemacht. Und da kann ich mich daran erinnern ein bisschen, dass du den Film eigentlich, glaube ich, gut fandest. Aber ich mache diese Blu-ray jetzt erstmal auf und dann gucken wir mal rein. So, ich habe die jetzt aufgemacht. Ich habe übrigens bezahlt 14,99 €. Genauso wie auf Amazon der Preis ist. Und auf Amazon waren auch gute Bewertungen für diesen Film. Der soll pervers sein, der soll ein guter Horrorfilm sein. Und der hat auch ein paar Preise abgesahnt. Auf dem Fantasy Filmfest, bester Film. Und basierend auf einer wahren Geschichte über den Schlächter von Mons, der mit 20 internationalen Festivalpreisen ausgezeichneter Megalomaniac ist ein absolutes Muss für jeden cineastischen Genre-Fan. Also Genre-Fan heißt Horrorfilme und so, ne? So, hier haben wir die Rückseite. Ein paar 10 Bilder. Das Ganze sieht auch schon wie Martyrs aus, die 10 Bilder. Aber ich glaube, der Film kommt da absolut nicht ran. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Und hier unten steht Indeed Films. Also die Blu-ray ist von Indeed Films. So, mache ich mal auf. Hier haben wir als erstes die Blu-ray. Die sieht so aus, schwarz, mit einer Fresse drauf, mit einer Grimasse drauf. Und das Gute ist auch, die Blu-ray ist eine schwarze Hülle. Eine schwarze Hülle. Und das Ganze hat auch ein Wendecover. So hier, Wendecover. Das wende ich gleich. So, hier ist die Blu-ray ohne FSK-Logo und ohne diesen Uncut-Schriftzug. Aber Uncut soll der wirklich sein. Da habe ich echt auf Schnittberichte geguckt, ob der wirklich Uncut ist. Soll Uncut sein. Als zweites habe ich heute gekauft im Mediamarkt Knock Knock Knock. Über den Film habe ich über Facebook erfahren, dass der richtig gut sein soll. Ein guter Gruselfilm, Horrorfilm. Aber ich habe ein paar Infos rausgefunden. Knock 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 ist 2023 erschienen, ist ein Horror-Mystery-Film, geht 1 Stunde 29 Minuten. Director war Samuel Bodin und an den Kinokassen hat er eingespielt 8,5 Millionen Euro oder US-Dollar.
So, bezahlt habe ich 17,99. Ich weiß, bei Amazon ist der etwas günstiger. Knock, knock, knock. Bei Amazon kostet der so 16,50 oder so. Angefangen hat der mit 15 Euro, 15,50. Jetzt ist er schon gestiegen. Aber ich habe das bezahlt, 17,99. Ist ab 16 Jahren freigegeben und ist von Tobis. Hier die Rückseite. Vom Produzenten von S und Barbarian. Dichter, dunkler Halloween-Thriller. Atmosphärisch und glaubhaft. Bedrohung und Verletzung hat der. FSK 16 ist von Lionsgate und Leonine. So, dann mache ich die Blu-ray mal auf. Und dann schauen wir mal rein, was die Blu-ray so zu bieten hat. Ob ein Wendecover vorhanden ist. Ein Wendecover ist vorhanden. Hier haben wir erstmal die Blu-ray. Genau das gleiche wie das Frontcover. Also die Amare vorne drauf. Und ein Wendecover. Wird gleich gewendet. Ich lasse mich gerne überraschen von diesem Film Knock Knock Knock, ob ich ihn gut finde. Mal gucken, wie mir. So, mal gucken, wie mir die beiden Filme gefallen. Wenn mir die beiden Filme gefallen, könnte ich ja eine Review machen zu jedem Film. Mal gucken, wie ich Lust und Laune habe, wie ich Lust habe. Ja, das war mein Video für heute Abend, Freitag. Allen ein schönes Wochenende. Ich grüße euch alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.